Als nächstes aktivieren wir deinen Sägemuskel. Und als grobe Orientierung haben wir auch hier ein Tape für dich aufgeklebt von dem ungefähren Verlauf der Muskulatur. Denk dran, die Muskulatur ist dafür zuständig, deinen Rippenbögen, deine Rippen seitlich zu weiten und ein wenig anzuheben. Und das versuchen wir jetzt auch. Wir erzeugen ein wenig Widerstand dadurch, dass wir die Hände auf die Rippenbögen legen. Und das kannst du jetzt auch einmal machen. Nimmst die Hände seitlich und schiebst die so weit nach oben, wie es geht. Viele Leute haben aber Probleme in der Beweglichkeit, deswegen kannst du auch ein wenig tiefer gehen. Jetzt nimmst du die Finger leicht abschüssig, genau, ein bisschen nach unten zeigend, und gibst ein wenig Druck auf die Rippenbögen. So weißt du einfach, wogegen du arbeiten musst, wohin du atmen sollst. Mit der Einatmung versuchst du jetzt, die Hände auseinander zu atmen, dass die sich richtig schön zur Seite weiten. Und mit der Ausatmung ein wenig Druck zu erzeugen, sodass sich die Rippen wieder nach innen stellen. Wieder einatmen. Gut, man sieht die schöne Ausweitung der Rippenbögen auf die Seiten. Und wieder ausatmen. Alles locker und entspannt. Versuch keinen Widerstand über die Atmung zu erzeugen, also locker zu atmen. Und auch hier kannst du etwa 10 bis 15 Wiederholungen machen. Vielleicht wirst du merken, dass eine Seite besser aktiviert ist als die andere. Dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf die Seite richten, die ein wenig schlechter funktioniert, um dort diese Disbalance auszugleichen. Manchmal sind wir relativ fest und steif in unseren Rippenbögen. Deswegen versuchen wir diese Atemübung nochmal mit einem zusätzlichen Stretch zu absolvieren. Dafür stellst du dich einmal locker und entspannt hin. Wir öffnen jetzt die linke Seite, also seine linke Seite, wollen die beatmen. Das heißt, sein linkes Bein geht hinter sein rechtes Bein und der Fußspann stellt sich um, sodass wir so einen leichten Fußknick haben. Dann streckt er seinen linken Arm zur Seite raus, zieht das Handgelenk ein wenig ran und möglichst gestreckt gehst du jetzt hoch, sodass wir hier einen richtig schönen Zug auf der Seite erzeugen und hier die Seite ein wenig anspannen. Seine Aufgabe ist jetzt, diese Seite zu beatmen und auch wieder, so wie wir gerade gemacht haben, seitlich zu expandieren. Auch hier jetzt wieder eine tiefe Einatmung und locker und langsam aus. Sehr gut, dass wir richtig schön viel Bewegung sehen. Das sehen wir jetzt hier auch, wie sich der Rippenbogen richtig schön aufzieht. Wenn du ein wenig wackelig bist auf diesem Einbeinstand, kannst du dich auch gerne an die Wand stellen und dich dort festhalten oder dir einen Stuhl nehmen, dich festhalten. Wichtig ist, dass du dich sicher fühlst bei der Übung, sonst bringt die Übung nichts und du bist viel zu gestresst. Und wir wollen dich ja gerade entstressen. Gut, noch ein paar Mal. Auch hier kannst du wieder 10, 15 Wiederholungen machen. Denk daran, locker und entspannt zu bleiben, nicht gegen Widerstand ein- und auszuatmen, sondern wirklich erstmal nur die Bewegung zu fühlen. Und damit haben wir die Seite geschafft. Vorsichtig rauskommen, lösen und dann kann man natürlich oder sollte man natürlich auch die andere Seite machen. Im nächsten Video kümmern wir uns um die Muskulatur, die die Rippen hinten am Rücken anhebt, also Levator costarum.